Guten Tag, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie und euch zur letzten Pressekonferenz vor einem Spieltag in der laufenden Saison 2014-2015. Neben dem Trainer, den kennt ihr ja schon in dieser Runde, begrüßen wir auch Frau Stefanie Starke von der AOK Nordost und Thorsten Matuschke, der erfreulicherweise wieder vorher trainieren konnte. Da fahren wir sicherlich nachher mehr dazu, aber dass er nicht nur als Spieler des aktuellen Kaders hier sitzt, werden wir jetzt nochmal erfahren von Frau Starke. Übergebe ihr das Wort. Genau, schönen guten Tag. Ich und die AOK Nordost freuen sich super, dass bei so einem Sympathieträger und ich persönlich als Cottbusser natürlich auch einen gebürtigen Cottbusser in den Kreise der Familie der AOK Sportbotschaft aufnehmen können. Wir denken gerade aus gesellschaftspolitischer Sicht, ist es wichtig, dass bekannte Sportler dazu genutzt werden, auch Präventionsthemen in die Gesellschaft beizutragen. Und ich denke, Herr Matuschke ist ein Vorbildcharakter und wird genau die richtigen Werte an den Mann, an die Frau und vor allem an die Kinder kriegen. Dankeschön für die warmen Worte. Gut. Tosche, also ja, also wir hoffen, dass er so bleibt, ja. Das wäre schon mal gut. Ja. Dass er die Leistung ja auch gar nicht allzu oft in Anspruch nehmen muss. Insofern gibt es jetzt noch Fragen zu diesem Thema. Ansonsten haben wir natürlich auch eine entsprechende Pressemitteilung noch vorbereitet. Die geht dann nach der PK hier raus. Aber jetzt erstmal exklusiv für euch diese Information. Und sofern es keine Fragen dazu gibt, würden wir zum Sportteil übergehen und da dem Trainer wie immer das Wort übergeben. Oder? Kann losgehen. Gibt es keine Fragen, offenbar nicht. Denn Trainer bist du dran. Ja, fangen wir. Fangen wir mit dem Personal an. Lars hat es eben schon gesagt, Thorsten hat wieder trainiert zum Glück, seit gestern eigentlich beim Laktattest schon aktiv gewesen. Und von den Sperren ist es ja so, dass bei Uwe und bei Sven die Sperren ablaufen. Dafür ist Cedric Mbala mit der 5. gelben Karte leider Gottes gesperrt. Sodass er aber trotzdem in der Gesamtheit die personelle Lage sich ein bisschen entspannt hat und wir doch mit einem absolut konkurrenzfähigen Aufgebot in das Spiel gegen Stuttgart gehen können. Wir haben die Woche genutzt, nicht uns austrudeln zu lassen, wie man vielleicht denken könnte, sondern haben sehr intensiv trainiert und haben unter anderem einen Laktattest hinter uns gebracht am Mittwoch, damit wir belastbare Werte und objektive Werte haben, um die Zeit zwischen den beiden Jahren zu überbrücken. Die Spieler kriegen individualisierte Pläne mit nach Hause, um die Grundlagen schon auszubilden, weil wir ab dem ersten Training keinen Wert mehr auf Grundlagentraining legen, sondern direkt mit Vollgas ins Jahr einsteigen. Und die Spieler, die das überleben wollen, sollten sich an die Hausaufgaben auch halten, denn diese Grundlage ist unabdingbar. Und dafür sind wir auch dem Verein sehr dankbar, dass wir nochmal die Möglichkeit hatten, objektive Werte zu kriegen, bevor es dann in die Pause geht. Ansonsten ist es personell so, dass wir einige Spieler verabschieden werden am Samstag. Und gerade für die wollen wir uns auf jeden Fall nochmal alle richtig zusammenreißen, ein gutes Spiel machen, uns mit einer vernünftigen Leistung bei unseren Fans verabschieden, die uns nach der verkorksten letztjährigen Saison von Anfang an eine super faire Chance gegeben haben, von Anfang an hinter der Mannschaft waren. Und die wollen wir eben so in die Pause schicken, dass sie mit einem guten Gefühl dann nächstes Jahr auch hoffentlich zahlreich wiederkommen. Und ja, letztlich ist VfB Stuttgart eine Mannschaft, für die es tabellarisch auch um nichts mehr geht. Sie haben den Klassenerhalt sicher. Es ist eine U-Mannschaft und die U-Mannschaften liegen uns jetzt speziell in diesem Jahr nicht so besonders gut, wenn man mal ganz ehrlich miteinander ist. Deswegen habe ich eben gesagt, wir müssen uns zusammenreißen, dass wir eine deutlich andere Leistung auf den Platz kriegen wie gegen Borussia Dortmund U23, weil so wollen wir unsere Zuschauer nicht in die Sommerpause entlassen. Dankeschön. Gut, soweit das Trainerstatement. Jetzt die Gelegenheit für eure Fragen, gerne auch an Thorsten. Der soll ja auch nicht nur als schmückendes Beiwerk hier sitzen. Ja. Ich habe gleich mal eine Frage, die beide betrifft. Hinspiel hat Thorsten, glaube ich, gegen Stuttgart so eine Art Quarterback gespielt dort im Auswärtsspiel. Ist das eine Möglichkeit jetzt auch fürs Rückspiel? Könnte eine Möglichkeit sein, weil Stuttgart zwar eine U-Mannschaft ist, aber ein bisschen untypisch für U-Mannschaften spielt. Sie spielen ein bisschen
in Anführungszeichen erwachsener, ein bisschen defensiver, ein bisschen mehr schon abgezockter und werden uns nicht den Gefallen tun, uns viele Räume zu geben. Und deswegen müssen wir die Räume, die wir kriegen, gut nutzen. Das könnte gut sein, dass Tusche derjenige ist, der die Pässe dann spielen kann. Wir müssen aber mal abwarten, wie letztlich die Verletzung bei Thorsten sich entwickelt. Zur Sperre mit Mahler, sicherlich wird Thomas Hübner dann mit Mörlet in Verteidigung bilden. Ja. Und B, dazwischen noch eine Frage, du hattest dich vor dem Spiel oder vorher auch geäußert, dass es auch für euch was sehr wichtig ist, beste ostdeutsche Mannschaft zu werden. Warum ist das so wichtig? Ja, weil es natürlich Prestige ist, ja klar, und für die Fans natürlich, wenn immer was Besonderes ist, wenn es gegen die ostdeutschen Mannschaften geht, sind immer Derbys. Und ja, wir wollen versuchen, noch Chemnitz abzufangen, dass wir, wie gesagt, die beste Mannschaft sind im Osten und dafür werden wir am Samstag alles tun. Und wie der Trainer schon sagte, dass wir uns vernünftig von den Fans verabschieden, das haben sie einfach verdient. Weil sie uns, wie gesagt, die ganze Saison über richtig gut unterstützt haben, gute Stimmung gemacht haben, zahlreich erschienen sind und weil das letzte Heimspiel natürlich auch nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Und daher haben wir auch noch was gut zu machen. Und wenn das Ergebnis ist, wie in der Hinrunde, hat, glaube ich, genau was wir gegen. Hallo, dieses Mikro bitte. Herr Töffling, wenn Sie gestatten, würde ich an die beiden Herren auch eine Frage mal gesamt zur Saison stellen oder wollen wir erst den VfB abarbeiten? Das kann man hier machen, wie ihr es gerne möchtet. Ja. Bitte sehr. Herr Krämer, jetzt mal jenseits des noch einen ausstehenden Spiels, wenn man auf die Saison schaut, überwiegt da bei Ihnen die Freude, dass es über 50 Punkte geworden sind, dass man sich relativ gut verkauft hat, zumindest in sehr vielen Spielen? Oder ist da vielleicht auch noch ein bisschen Ärger, dass man möglicherweise eine große Chance vergeben hat, doch noch aufzusteigen? Also ich glaube, unterm Strich kann man mit der Saison als Energiefan und Förderer, wie auch immer, zufrieden sein. Ich glaube, es war eine gute Saison, mit allerdings dem Potenzial, eine richtig sensationelle Saison hätte werden zu können. In der Hinrunde war aus meiner Sicht ganz viel okay, wobei wir da schon 1, 2, 3 Spiele hatten, in denen wir ganz nach oben hätten kommen können, wo wir dann leider nicht so funktioniert haben. In der Rückrunde gab es eine ganze Handvoll Gründe, warum wir nicht mehr ganz so stabil und gut gepunktet haben wie vor Weihnachten. Ich weiß nicht, ein paar Punkte kann man mit Sicherheit ansprechen. Das ist aber ein sehr komplexes Thema. Man wird nicht 1:1 alles genau treffen. Aber unterm Strich bleibt bei mir eher Zufriedenheit als Ärger. Und die Punkte, die uns jetzt noch gefehlt haben dieses Jahr und die Verfehlungen, die wir vielleicht dazu geführt haben, dass wir die Punkte nicht haben, die wollen wir dann nächstes Jahr besser machen. Vielleicht kann Thorsten auch aus seiner Warte etwas zu sehr genau sagen. Vielleicht 1-2 Sätze mehr. Nein, es ist ja, glaube ich, dass wir wirklich, wie der Trainer schon gesagt hat, eine gute Saison gespielt haben. Man darf halt nicht vergessen, dass es einen riesen Umbruch gab. Ich glaube, Anfang der Saison, glaube ich, 4 oder 5 Spieler hier waren, die unter Vertrag standen. Dann über 20 neue Spieler geholt wurden. Ich ja auch noch, glaube ich, der Letzte war, der dazugekommen ist in der Transferperiode. Und ich wurde super aufgenommen von den Jungs. Da war schon eine richtig gute Mannschaft zusammengewachsen, obwohl es ja noch nicht so lange lief. Da hat, wie gesagt, das Trainerteam und die Mannschaft ja richtig gute Arbeit geleistet. Und wir haben eine richtig gute Hinrunde gespielt. Wir haben uns natürlich auch intern mal gesagt, komm, wir versuchen nochmal 32 Punkte zu holen. Dann bist du vielleicht bis zum Ende richtig gut dabei. Ist uns halt leider nicht gelungen. Wir haben, glaube ich, auf dem 30. Spieltag halt eine Serie gehabt, wo wir 3, 4, 5 Spiele halt nicht gewonnen haben. Und dann war es halt leider so, dass die anderen halt alles gewonnen hat. Sieg hier, die haben, glaube ich, 19 Spiele hintereinander nicht verloren. In so einer Serie sind wir leider nicht richtig reingekommen. Ich glaube, wir hatten gegen Halle zum Beispiel war, glaube ich, auch so ein Spiel, da hatten wir, glaube ich, aus 4 Spielen 10 Punkte geholt. Wir haben dann 1-0 geführt, hatten Riesenchancen, 2-0. Haben wir nicht gemacht, das sind halt solche Kleinigkeiten. Wenn du da vielleicht das zweite Tor machst, gewinnst du das Spiel vielleicht auch in Halle oder höchstwahrscheinlich. Hast du dann 5 Spiele, wo du nicht verloren hast, dann kommst du vielleicht mal in so eine Serie rein, wie es halt Kiel oder auch andere Mannschaften geschafft hat. Und das ist uns halt leider zum richtigen Zeitpunkt nicht gelungen.
im Gegenteil, nach Halle gab es dann halt eine Negativserie. Und ja, dann ist es halt dann so, wie es jetzt gekommen ist, dass wir halt leider bis zum Schluss nicht mehr oben dran sein konnten. Aber jetzt gibt es halt noch ein Ziel, versuchen, die Ostmeisterschaft zu holen und ja, wie gesagt, sich einfach vernünftig von dem Publikum zu verabschieden und dass wir alle mit einem guten Gefühl in den Urlaub gehen und dass wir alle frisch und munter wiederkommen und ja, und dann geht's weiter. In dem Zusammenhang eine Frage an den Trainer, gab es denn Ihrerseits eine Vorgabe, eine innere oder vielleicht auch mit dem Verein angesichts dieses Umbruchs, den wir ja alle miterlebt haben, dass man gesagt hat, um Himmels Willen nicht absteigen oder einstellig oder mehr. Bei Amtsantritt irgendwie eine Zielvorgabe, über die man eigentlich nie gesprochen hat, aber heute kann man es ja vielleicht mal rauslassen, jetzt ist ja alles durch. Ja, würde ich auch machen, wenn es eine gegeben hätte, gab es nicht. Ja, also die Zielvorgabe war, erstmal eine Mannschaft hinzustellen, mit der sich die Stadt und die Region und die Fans, die hier leben, wieder identifizieren können. Das war mal die Hauptaufgabe und das allererste Ziel. Und ich glaube, das ist uns relativ schnell gelungen, das zu erreichen. Und wir waren uns intern auch relativ sicher, wenn wir das schaffen und die Art von Fußball, die uns vorschwebt, halbwegs damit auf den Platz bringen können, dass wir dann auch punkten. Aber wir hatten uns keine Platzierung vorgenommen und haben keinen ein weit in der Ferne liegendes Ziel uns festgemacht, sondern haben gesagt, wir wollen das mit dieser Pokalspielmentalität, über die ja viel schon gesprochen wurde, wir wollen das hinkriegen, dass wir wirklich Woche für Woche ein Team haben, die drum fightet, die alles reinknallt, die versucht, Spiel für Spiel zu denken und dann wird sich das schon entwickeln. Und ich glaube, dass wir damit auch ganz gut gefahren sind bis Weihnachten. Und also ich bin ein Freund davon und ein großer Fan davon, wenn Dinge nicht so funktionieren, immer erstmal bei mir selber anzufangen zu reflektieren. Und ich glaube, dass ich an Weihnachten, weil ich gewisse Dinge vorausgeahnt habe, mehr wie ich es gemacht habe, auf 1-2 Neuzugänge hätte beharren sollen müssen. Wie auch immer, kann man sich aussuchen. Weil wir einfach auf neuralgischen Positionen, das Sechs und zentrales Zentrum, mit Zeitz und den beiden Stürmern, die leider nicht so funktioniert haben, auch aufgrund von vielen Verletzungen, diese Positionen haben uns vielleicht nachher gefehlt, um diese Punkte zu holen, die zu einer richtigen Spitzenmannschaft uns dann geführt hätten. Und die Jungs haben immer ihren Job gemacht, die waren in jedem Training, waren sie da, sie haben sich nie, auch nach verlorenen Spielen, in den irgendwie hängen lassen, sondern haben immer 1-1 umgesetzt, was wir versucht haben, ihnen vorzugeben, haben die Spielidee immer im Kopf gehabt. Und ich glaube, dass so eine Mischung aus Verletzungspech und gerade auch Positionen, wo du es eigentlich, wenn du Spitzenmannschaft sein willst, nicht erlauben kannst, bestimmt ein großer Mosaikstein war, das, was nicht bis ganz nach oben geschafft hat. Gab es rückblickend ein bestes und ein aus heutiger Sicht schlechtestes Spiel? Also ich fand das Spiel gegen HSV fand ich nicht so schlecht hier im Pokal. Ich fand auch gegen Wien Wiesbaden war so die Idee von unserem Spiel am ehesten zu sehen. Aber wir hatten ganz viele, auch das letzte gegen Preußen Münster zum Beispiel vor Weihnachten fand ich klasse, so wie das alles abgelaufen ist. Und es gab leider auch ein paar schlechte. Ich habe so ein bisschen die Tendenz, die relativ schnell zu verdrängen, aber das Dortmund-Spiel, das ist noch zu präsent, weil das auch noch nicht so lange her ist. Da die zweite Halbzeit war jetzt nicht so der Renner und auch das Hinspiel in Dortmund und in Fortuna Köln, das waren so für mich die schwächsten Auftritte, die waren. Trainer, du hast vor dem in der PK heute von einer Verabschiedung gesprochen, einen der Spieler, ist ja bekannt, Kevin Müller wird gehen und Potsberg, Pavela. Gibt es noch mehr Namen in dieser Reihe dann am Samstag? Ja, also in deiner Aufzählung fehlen ja jetzt Paradai und Kleindienst, die ja auch schon kommuniziert sind. Und Patterson Chato wird uns verlassen. Nils Gottschick, Anton Makarenko und auch Wolf werden nächstes Jahr hier nicht mehr weiterspielen. Es war gerade angesprochen, das Beharren auf den möglichen Transfers noch in der Winterpause, defensives Mittelfeld und Sturm. Wir wissen zwar, aber das sind jetzt sozusagen die Kernansätze jetzt für die Pause mit Blick auf die neue Saison, wo jetzt in jedem Fall was passieren soll. Naja,
ich meine, Pospech, Pavela und Kleindienst sind drei Stürmer, die uns verlassen. Das impliziert ja eigentlich schon, wo wir auf jeden Fall was tun müssen. Und auch das defensive Zentrum, da ist es Pflicht, was zu tun, weil die Position Elsner, den wir damals dann weggetan haben von der Mannschaft, haben wir ja nicht neu besetzt, auch nicht neu besetzen können, weil die Transferperiode nicht mehr lief. Und bei Manuel Zeitz müssen wir auch mal abwarten, A, wann und B, in welcher Verfassung er dann letztlich in die Sommervorbereitung einsteigt, wobei das im Moment sehr gut aussieht, aber die Hoffnung hatten wir ja schon ein paar Mal und sind dann nochmal ein bisschen enttäuscht worden, deswegen bin ich da vorsichtig. Und die 6 ist für mich das Herz der Mannschaft und das offensive Zentrum ist zwingend notwendig. Guckt euch die Mannschaften an, die jetzt aufgestiegen sind, die hatten alle Jungs, die vorne getroffen haben und dann, das musst du einfach haben. Vielleicht mal noch einen Blick weiter, wie sieht der Fahrplan jetzt aus? Wann gehen die Jungs in die Ferien, wann kommen sie wieder und gibt es eventuell jetzt schon ein paar Testspiele, die man festgezurrt hat? Also wir werden am Samstagabend mit der Mannschaft noch zusammen essen in der Stadt und dann ist am danach Ende. Also wir haben auch am Sonntag keine Einheit mehr. Die Jungs haben dann genau 4 Wochen Urlaub und wir fangen am 22. wieder an zu trainieren, 22.06. Wobei wir am 22. und am 23. nicht auf dem Platz sind, sondern da werden wir die Spieler bei unseren Ärzten durchschleusen, um zu gucken, ob wir etwaige Baustellen finden, an denen wir ansetzen könnten oder müssten. Und da gehören halt die internistischen Untersuchungen dazu, kardiologisch, orthopädisch, die sind beim Zahnarzt und beim Augenarzt, damit wir da eine saubere Basis haben. Und sie sind dann mittwochs am 24. um 10 das erste Mal. Testspielgegner möglicherweise? Gibt es auch schon, also 4 Stück, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, reiche ich mal den aber nach als Sommerfahrplan. Es geht gleich los, also am 24. haben wir schon das erste Testspiel und am 27. und 28. am Wochenende gleich 2, Sonntag und Sonntag. Alles in der Region, Spremberg, Fetschau, so, weil ich jetzt das im Kopf habe. Steht aber auch im Echo am Sonntag schon im letzten Stadionheft. Irgendwas Prominentes hat man so, ich sag mal, den ultimativen Härtetest dann auch schon gefunden vor dem Nein. Start? Noch offen. Das ist offen. Herr Trainer, Sie haben gesagt, Sie hätten mehr beharren müssen auf Neuzugänge. Im Winter ist das so eine Lehre, dass Sie da vielleicht ein bisschen zu vorsichtig waren und jetzt im Sommer dann vielleicht doch ein bisschen mehr Druck machen, dass so die Spieler geholt werden, die Sie auch brauchen? Also es ist ja immer so ein Ding, also der Verein geht schon ein gewisses Risiko ja auch immer ein und man kann logischerweise auch nur das Geld ausgeben, was man hat, deswegen ist das auch nicht als Vorwurf gemeint gewesen, sondern man hätte vielleicht, ich habe ja schon gesagt, da ist eher Selbstkritik gefragt, wenn ich es ein bisschen anders vertreten hätte noch, wäre vielleicht noch mal eine Tür aufgegangen, also wir haben schon darauf hingewiesen, dass es Probleme im Kader gibt und die wir diese Position auch gern anders besetzt hätten. Aber ich finde es genauso legitim vom Verein zu sagen, pass mal auf Junge, es ist keine Kohle mehr da und wir sind hier ein solide geführter Verein und wir machen keine Dinge, die wir nicht vertreten können. Das ist ja auch ein Grund, warum Energie Cottbus so ein solide und gesunder Verein ist. Ja, und damit muss man sich als Trainer dann auch mal zurechtfinden. Trotzdem sage ich im Nachhinein, so wie es dann gelaufen ist. Wir hatten ja ein bisschen Hoffnung, dass wir Pavela und Pospech noch hinkriegen. Aber spätestens nach dem Trainingslager, wo wir dann beide wieder verletzt ausgefallen sind, hätte man in diesen 2 Wochen, wo noch was möglich war, glaube ich, im Nachhinein alle zusammen an dem Ding noch ein bisschen mehr drehen müssen. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier anfange, Forderungen zu stellen und irgendwelche Messis hier hinhaben wollte. Nur damit ich nachher sagen kann, ja guck mal, ich habe ja den und den nicht gekriegt, das ist ja Quatsch. Es geht ja immer nur darum, aus den Möglichkeiten, die man hat, das Beste rauszuholen. Ja, und das macht der Verein schon. Vielleicht gleich anknüpfend an Ihre letzten Ausführungen. Wie sehen Sie angesichts der Tatsache, dass jetzt mit dem FC Ingolstadt ein weiterer Verein, der sehr stark von einem einzelnen Konzern unterstützt wird, die Chancen auch wirtschaftlich gesehen für Ihre Mannschaft hier was aufzubauen. Nehme ich an, dass Sie das auch in den nächsten Jahren noch wollen, so wie Sie es im vergangenen Jahr
ankündigten, wo könnte sich Energie Cottbus in den nächsten Jahren bewegen? Also ich glaube, dass Energie Cottbus allemal das Zeug dazu hat, und das ist ja nun schon mehr als nachgewiesen, ein stabiler Zweitligist zu sein. Das sollte mittelfristig die Strategie sein, ohne auszuschließen, dass das vielleicht auch mal irgendwann dann wieder sogar erste Liga sein kann, weil auch das ist ja schon nachgewiesen, dass das geht. Aber die Realität ist eben dritte Liga, und aus dieser dritten Liga rauszukommen, wollen außer uns noch 12 andere und die teilweise sogar andere Möglichkeiten noch haben wie wir. Und sich in dem Umfeld zu messen, finde ich super spannend, und das werden wir machen. Und bei allem Wissen, wie schwer das wird, werden wir hier eine konkurrenzfähige Mannschaft hinstellen und werden dann versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Wo uns das dann letztlich hinführt, also das ist unseriös. Und also von mir wird es auch in der Hinsicht keine großen Sprüche geben. Dafür weiß ich, dass es einfach zu eng ist, das ganze Ding. Und da ist es mir wesentlich lieber, bevor wir hier schlau rumschwätzen und Sprüche raushauen, dass wir abliefern. Dann mal sehen, was geht. Es ist ja in allen Ligen jetzt die Schlussrunde angepfiffen am Wochenende. Welche Mannschaft aus der zweiten Liga wäre denn für euch am wenigsten schön, wenn sie runterkäme? Pauli, 60 oder der Aue wegen der Derbys vielleicht für uns sogar gut? Wie sieht man, oder wie guckt ihr denn da drauf? Total neutral, weil es schwer einzuschätzen ist, was ein Abstieg zum Beispiel bei 60 München in dem Verein generell auslösen würde. Ob das dann zur Folge hätte, dass sie mit aller Gewalt sofort wieder hoch wollten, ob das sogar so einen Verein mal ins Wanken bringen könnte, keine Ahnung. Ne? Da sind wir zu weit weg, da sollten wir uns auch nicht anmaßen, drüber zu urteilen, sondern es bleibt einem sowieso nichts anderes übrig, als das dann nachher so zu nehmen, wie es kommt. Und ich bin jemand, der eigentlich nur sich mit Dingen beschäftigt, die er selbst beeinflussen kann. Können wir nicht beeinflussen, sehen wir dann, wenn es passiert. Und ganz egal, wer es ist, wir werden versuchen, gegen diese Mannschaft nächstes Jahr zu gewinnen. Thorsten, der Trainer hat schon angekündigt, es wird dann für jeden Spieler vermutlich auch einen Trainingsplan geben für den Sommerurlaub. Wie viel Spaß hast du daran, im Sommer dich darauf vorzubereiten, dass die erste Einheit dann ein Kassel zu erleben wird, wie der Trainer sagt? Das ist Spaß, das gehört einfach dazu. Und wenn einer denkt, er muss es nicht machen, damit muss er mit den Konsequenzen muss er selber leben, dann wird er höchstwahrscheinlich von Anfang an hinten dran sein. Das ist doch ganz normal. Und wenn man den Plan kriegt, sollte das jeder machen. Das ist jeder Profi genug. Und wie gesagt, wenn es einer nicht macht, dann wird er sehen, was er davon hat. Und ich werde es auf jeden Fall machen, wie ich es immer gemacht habe. Und weil es einfach dazugehört. Du kannst letztlich nur vier Wochen gar nichts machen, dann hast du einfach Probleme, wenn es wieder losgeht. Und wir haben auch nur eine relativ kurze Vorbereitung. Von daher ist es wichtig, im Urlaub was zu machen, damit wir halt von Anfang an Gas geben können und topfit bis zum ersten Spiel sind. Und darauf bereiten wir uns alle vernünftig vor, da bin ich mir sicher. Du bist schon lange dabei. Wie ist es denn, oder wie schwierig ist es denn, sich auf so ein letztes Saisonspiel, es sind ja 37 Spiele absolviert, jetzt kommt das letzte Spiel, ist Gott sei Dank ein Heimspiel. Wie schwierig ist es, sich da zu motivieren, oder sagt man, es ist ein Spiel wie jedes andere, wir ziehen das durch? Es ist gar nicht schwierig, sich zu motivieren. Man will ja jedes Spiel gewinnen. Und wenn ich jedes Spiel gewinnen will, brauche ich ja nicht auf den Platz gehen. Also das ist ja ganz normal. Also machen wir auch die Pflicht, den Fans, dem Verein gegenüber unsere Leistung abzurufen, ist unser Job. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch Prämien, gibt es ja auch nochmal, und außerdem will man mit einem vernünftigen Gefühl in den Urlaub gehen. Und dafür werden wir am Samstag, wie gesagt, alles tun, damit wir das Spiel gewinnen. Für uns alle, für alle drumherum. Und dass wir uns vernünftig alle in den Urlaub verabschieden können und den letzten Abend nochmal schön verbringen können. Und dann, wie gesagt, dann haben wir 4 Wochen Urlaub. Können noch ein bisschen Kraft tanken, Akkus aufladen, und dann gibt es Vollgas weiter. Und dann greifen wir nächstes Jahr wieder an. Ich habe ganz kurz nur eine kleine Personalie. Ja. Ein bisschen irritiert durch die heutige Ausgabe des Kicker. Sven Michel ist doch aber wieder dabei jetzt übermorgen. Ja, natürlich. Ja, so habe ich es auch angenommen. Und da stand der Name überhaupt nicht drin, auch nicht auf der Bank. Und danke, das war schon. War ein bisschen irritiert. Ohne jetzt diesen sportlichen Abend zu durchbrechen, aber wir haben ja damit auch angefangen, AOK und Tusche. Ne? Warum ist es denn er gerade, der jetzt der Botschafter ist, weil er der Schönste ist oder ihm das Dekor am besten steht? Hast du schon gut erkannt? Nein, genau. Wie ich auch schon gesagt habe, er ist ja auch gebürtiger Cottbusser. Wir sind eine regionale Krankenkasse. Und deswegen ist die Wahl auf ihn.
sein. Vielen Dank nochmal. Eine gute Wahl. Ich denke. Frage an Thorsten, die möglicherweise dann auch Herr Krämer noch ergänzen kann. Ich habe mit großem Interesse dein mit überraschend selbstkritischen Tönen versehenes Interview im Kicker letztens gelesen. Und ich muss sagen, die einzige Enttäuschung, die ich mit deiner Person, die dich aber nicht eigentlich betrifft, die ich hatte in den Monaten, zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe, ist, dass du viel zu wenig in die Position gebracht wirst, wie du sie zum Beispiel bei Union Berlin verkörpert hast, nämlich als Waffe, Freistöße, die dann hoffentlich im Tor landen. Zum Beispiel solch eine Position, wie sie denn Ronny Garbuszewski zum Ausgleich gegen Chemnitz verwandelt hat. Das ist de facto, findet in manchen Spielen so gut wie überhaupt nicht statt. Was kann die Mannschaft da tun, um dir solche Positionen zu erarbeiten? Frage geht dann auch an Herrn Krämer. Keine Ahnung, also wenn, kann man ja nur nicht das beeinflussen. Wenn es dann nun in diesen aussichtsreichen Positionen keinen Freistoß gibt, dann gibt es den halt nicht. Also ich hatte zwei, drei gute Positionen gehabt, habe ihn halt nicht verwandelt leider, mal drüber oder mal daneben oder gehalten. Von daher ist es ja auch klar, hat der Trainer letztens auch gesagt, dass ich aus dem Spiel heraus noch mehr Torgefahr ausschalten muss. Ich habe relativ wenig mal aufs Tor geschossen, mal in die Situation gekommen, dann muss ich natürlich auch arbeiten. Und ob ich das bin oder ist ja egal, wer auf der Position spielt, dass wir halt auch der auf der 10 spielt, noch viel öfter zum Abschluss kommt. Und das ist halt eine Arbeit für unsere Mannschaft komplett. Und ist ja nicht vom Namen verbunden oder gebunden. Wie gesagt, wir müssen da alle dran arbeiten, dass wir alle torgefährlicher werden, dass wir vielleicht kompakter noch nachrücken können. Wie gesagt, und da arbeiten wir, wenn wir daran arbeiten. Und ich sowieso, wie gesagt, und überraschend selbstkritisch. Ich glaube, ich war immer selbstkritisch und ich weiß, wann ich gut spiele, ich weiß, wann ich scheiße spiele. Und kann das aber, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und ich weiß, dass ich mehr kann und dass das mehr kommen muss. Und das werde ich versuchen, nächstes Jahr zu zeigen. Und darauf werde ich mich im Sommer und in der Vorbereitung gut vorbereiten. Ich habe übrigens eine Idee, wie man mehr Freistoße kriegen kann. Also wir haben ganz, ganz viele richtig gute Jungs. Und denen musst du fast schon das Sprunggelenk durchtreten, damit die überhaupt mal fallen. Also Tim Kleindienst, was der manchmal getreten wird und gehalten wird und der bleibt krampfhaft auf der Erde jetzt, auf den Beinen. Und also ich sträube mich ein bisschen mit den Spielern zu trainieren, wie sie gut fallen, rund um den 16er. Ne? Aber wenn ich manchmal andere Mannschaften sehe, wenn ich die Jungs schief angucke, da liegen die auf der Erde. Und unsere Jungs wirklich, da haben wir auch, Tuschel wird es bestätigen, öfter drüber gesprochen, dass wenn der Gegenspieler einem einen Foul anbietet, dass ich das dann ruhig auch mal annehmen kann, damit wir nämlich dann in diese Situation kommen. Aber bei uns war es eher so, wie gesagt, bevor das Schienbein nicht durch war, sind die Jungs weitergelaufen. Vielleicht gehört da ein bisschen Abgezocktheit dann auch noch mehr rein in die Mannschaft, ganz bestimmt so. Darauf ging die Frage auch hinaus. Tusche, in deiner ehemaligen Mannschaft fallen jetzt einige deiner früheren Kollegen durchs Rost, die nicht mehr weiter beschäftigt werden, frei werden. Könntest du dir den einen oder anderen hier vorstellen oder empfiehlst du sogar deinem Trainer, Mensch, guck mal nach dem, der ist jetzt frei, der wäre vielleicht ganz gut, der würde da und dahin passen? Oder geht so weit die Freundschaft nicht? Natürlich, wenn man denkt, dass man einen Jungen kennt und der ist vielleicht ablösefrei oder wird nicht verlängert, dann klar würde ich dann zum Trainer sagen und sagen, komm, der wäre frei. Vielleicht kann man sich das überlegen, aber im Endeffekt entscheidet der Trainer und der Sportdirektor. Und ich würde einen Tipp geben und dann muss ja, wie gesagt, der Trainer entscheiden. Und es gibt, klar gibt es bei Union und auch bei vielen anderen Mannschaften Spieler, die nicht verlängert werden und die ablösefrei sind. Aber es gibt auch genug Mannschaften, die auch die Spieler haben wollen. Von daher ist es ja, glaube ich, immer nicht so einfach, die Spieler dann zu holen. Und, okay. Aber sagt jetzt keinen Namen, der würde passen. Aktuell ist. Da komme ich nur noch Dresden. Wie gesagt, ich glaube, der Trainer kennt sich da, glaube ich, sogar noch besser aus als ich wahrscheinlich. Und wie gesagt, haben wir noch einen Sportdirektor und ich glaube, die machen sich genug mit dem Kopf, dass hier gute Jungs hierher kommen und da mache ich mir gar keine Waffe. Wenn gute Jungs herkommen, die hierher passen, die hoffentlich gut einschlagen, dass wir als Mannschaft noch gefestigter sind und wie der Trainer sagt, noch stabiler werden, noch abgezockter werden und
wie gesagt, ein gutes Grundgerüst steht, glaube ich. Klar, verlieren wir drei wichtige Spieler. Mit dem Pano, mit dem Tim und mit dem Kevin, aber so ist das halt im Fußball. Dann kommen halt die Nächsten und ja, hoffen wir, dass die Jungs genauso einschlagen, wie es die Jungs gemacht haben. Und ja, wie gesagt, dann geht's nächstes Jahr wieder Vollgas los. Herr Krämer, was ist denn im Moment zur Personalie Daniel Frahn zu sagen und wie weit ist denn Ihre Suche nach einem neuen Torwart mit Ihnen? Zu Daniel Frahn gibt es eigentlich nichts Neues zu vermelden. Also wir haben uns einmal getroffen, hatten ein sehr gutes Gespräch und seitdem habe ich jetzt nichts mehr gehört von ihm. Aber es ist ganz, ganz bestimmt ein interessanter Spieler. Das ist halt die Frage nachher der Wirtschaftlichkeit auch. Da muss man sich mal nichts vormachen. Und bei einem Torwart sind wir in sehr guten Gesprächen und werden vielleicht schon die nächsten Tage einen neuen Torwart hier präsentieren.